An den Aktienmärkten ist vor dem großen Verfall am Freitag nicht so wahnsinnig viel los. Wir sehen den DAX etwas im Minus. Wir sehen einige Indizes wie den Dow Jones und den Russell 2000 im Plus, Nasdaq unverändert. Es ist also nicht so wahnsinnig viel Bewegung, nicht so wahnsinnig viel Volumen. Man wartet einerseits morgen auf die US-Einzelhandelsumsätze und dann eben auf den großen Verfall am Freitag. Dann sehen wir weiter, wie es geht. Aber wir sind in einer hausgemachten Energiekrise und keiner spricht darüber, zumindest nicht die deutschen Medien. In angelsächsischen Medien ist das durchaus anders, denn wir sehen, dass Preise für Strom, Gas, Kohle etc. praktisch explodieren, und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Angelsächsische Medien, wie gesagt, die sprechen von einer europäischen Energiekrise. Hier sehen wir, dass etwa Preise für Natural Gas sich zweistellig erhöht haben heute. Dann gab es ein Feuer bei einem Electricity Converter in Großbritannien. Und das hat teilweise Frankreich vom Strom abgekoppelt. Also da sehen wir, da ist einiges los. Da ist durchaus ja, ein kleines Problemchen, und dieses Problemchen, das könnte im Winter ein großes Problemchen werden. Heute etwa die Preise für Strom für nächstes Jahr sind um 6,9% gestiegen an der Strombörse. Hier die Preise für holländisches Gas. Front Month, also der nächstliegende Future-Kontrakt, sind gestiegen um 15,5%. Goldman Sachs spricht dann schon von möglichen Blackouts, die wir im Winter sehen werden, und rechnet damit, dass wir weiter steigende Preise für Elektrizität, also Strom und Gas, sehen werden. Ja, das ist ein nicht unwesentlicher Faktor ja auch für Inflation, die Energiepreise. Und jetzt sind wir Deutschen natürlich nochmal besonders genial. Wir haben ja diese wunderbare Energiewende geschafft, nachdem die Physikerin Angela Merkel gesagt hat, ja, wenn es in Russland Atomkraftwerke in die Luft fliegt, gell, Tschernobyl, es sind halt die Russen, die kennen es nicht. Aber bei den Japanern, da ist natürlich, dann ist Atomkraft ein Problem. Also da muss man sagen, das ist eine naturwissenschaftlich sehr stringente Argumentation. Mein Kollege Wolfgang Müller hat heute mal einen Artikel über die Energiewende geschrieben, was das bedeutet. Wir haben ja nicht nur diese steigenden CO2-Abgaben, die das Leben deutlich verteuern. Das haben Sie an den Benzinpreisen ja schon gesehen. Die werden weiter steigen nächstes Jahr. Dann sind wir wahrscheinlich locker bei 2 Euro für einen Liter Super. Jedenfalls wird es jetzt so sein, dass bis Ende 2022 dann noch 6 weitere Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Und dann ist die Frage, ja, wo kriegen wir denn den Strom her? Und im Jahr 21, also in diesem Jahr, war es mit dem Ökostrom jetzt nicht so weit her, schlichtweg, weil es sehr windarm gewesen ist, weswegen wir im ersten Halbjahr 2021 laut Angaben von Destatis Kohle als mit Abstand wichtigsten Energieträger hatten. Also das sind so die absurden Wendungen der Energiewende, könnte man sagen. Wir schaufeln uns so ganz zielgerichtet unser eigenes Problem wegen eben der Geschichte in Fukushima. Atomkraft, klar, ein bisschen schwierig, gar kein Thema. Allerdings gab es eben technologische Fortschritte, schnelle Brüter etc., die das Ganze schon deutlich verbessert haben. Nicht umsonst spricht die Europäische Kommission zum Beispiel von einem absolut klimafreundlichen Energieträger bei der Atomenergie. Wir Deutschen sind da natürlich wieder anders gepolt. Aber schauen wir uns mal an, Stromverbrauch. Schätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums für 2030 deutlich höher als in 2020. Also wir werden einen erhöhten Strombedarf haben. Liegt auch und vor allem daran, dass natürlich diese Umstellung auf Elektromobilität passiert. Weg von den Benzinern, von den fossilbetriebenen Fahrzeugen ist ja das ganz große Thema. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir Deutschen endlich mal wieder Weltmeister sind, nämlich in Sachen Strompreise. Da liegt Deutschland mit 32 Cent pro Kilowattstunde klar an erster Stelle. Weltmeister, wir können es vor Dänemark, den Bahamas, Belgien und Portugal. Und jetzt ist es natürlich so, dass Stromkosten auch ein Standortfaktor sind. Wer in der energieintensiven Wirtschaft tätig ist, der kriegt das zu spüren. Jetzt hat man in Deutschland, hier zum Beispiel in Hamburg, Moorburg abgeschaltet. Ein sehr modernes Kohlekraftwerk. Dagegen Wedel, nicht unweit, wo ich hier wohne, by the way, in Schleswig-Holstein, da ist ein deutlich älteres Kohlekraftwerk. Das lässt man aber bestehen. Also so ganz schlau wird man da nicht. Das bedeutet für viele Firmen,
dass sie zum Beispiel für energieintensive Firmen wie Aluminiumhersteller, die etwa im Hamburger Hafen angesässig sind, dass sie ihren Strom aus der Nähe von Bremen beziehen müssen. Je weiter der Strom transportiert werden muss, umso teurer wird er. Also wir schaufeln uns sozusagen letztendlich hier in eine Situation rein, die sehr, sehr schwierig werden wird, die sehr große Probleme uns bringen wird. Und da muss man schon die Frage stellen, Leute, was sagen denn eigentlich die Parteien dazu? Und da sind die Grünen natürlich mit der Forderung, dass man bis 2030 aus der Kohle ausgestiegen sein muss. Die Atomkraftwerke werden auch abgeschaltet. Was wird das Resultat sein? Wir werden dann Atomstrom aus Frankreich oder Holland beziehen auf der einen Seite und wir werden Kohlestrom aus Polen beziehen, was unsere Energiebilanz im europäischen Kontext oder unsere CO2-Bilanz genauer gesagt natürlich überhaupt nicht verändert. Aber wir Deutschen haben ein reines Gewissen. Wir sind die grünen Vorreiter. Das ist natürlich eine totale Illusion und das ist letztendlich ja eine Art Wohlstandsverwahrlosung, eine geistige Wohlstandsverwahrlosung, die da stattfindet. Man sitzt so schön im grünen Bürgertum in den Innenstädten und kann sich das gute Gewissen leisten, indem man dann die Probleme praktisch ins Ausland verschiebt. Das gilt ja auch etwa für die Elektromobilität. Diese Herstellung von diesen Batterien ist extrem giftig, ist extrem umweltschädlich, aber die passiert ja nicht bei uns, gell? Da haben wir ein gutes Gewissen. Das Problem haben die anderen, gell? Wir sind Beamte, wir sind im öffentlichen Dienst und verdienen ja gutes Geld, gell? Wenn die Benzinpreise steigen, also da will ich mich gerne an der Rettung der Umwelt beteiligen. Also das ist so ein bisschen diese deutsche Schizophrenie, die uns jetzt ein bisschen hart auf die Füße fallen könnte. Und ich bin mal gespannt, wenn diese Preisentwicklung so weitergeht an den Märkten für Strom, Gas etc., ob das dann noch ein Thema im Wahlkampf werden wird. Jedenfalls sehen wir, dass die Commodities, also die Rohstoffe, jetzt mit einem neuen Hoch ausgestattet sind. Wir sind sehr deutlich gestiegen seit dem Tief der Corona-Krise. Rohstoffe also steigen weiter. Wir sehen, dass Öl wieder deutlich nach oben gekommen ist. Wir sehen Stahl- und Aluminiumpreise, die deutlich gestiegen sind. Jetzt müssen die Firmen früher oder später letztendlich ihre Verkaufspreise deutlich erhöhen, weil eben die Inputkosten, die eigenen Kosten deutlich gestiegen sind. Jetzt werden Leute angestellt, die versuchen hier mehr Angebot irgendwie reinzuholen. Also das ist ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Hier sehen wir mal Iron Ore und Steel Producer Price Index geht steil nach oben. Auch das natürlich inflationär. Und jetzt schauen wir uns mal die amerikanische Small Businesses an, die um und bei für die Hälfte der Jobs stehen in den USA. Hier sagen die Small Businesses also, ja, Löhne werden wir erhöhen. Business Compensation Index, also praktisch das, was die Arbeitnehmer fordern können, was die Arbeitgeber auch bereit sind zu bezahlen. Und die Arbeitnehmer müssen das fordern, wie Sven Hendrik hier zeigt, denn wir haben eine Inflation von über 5% in den USA. Und das bedeutet, die Inflation ist deutlich schneller gestiegen als die Löhne, was faktisch dann einen ganz realen Kaufkraftverlust nach sich zieht. Und die Leute sind eben nicht dumm, wie die Notenbanken ja vielleicht zu denken scheinen. Man hat so manchmal den Eindruck und sagen, okay, da brauchen wir einen Ausgleich, wir lassen uns hier nicht veräppeln. Denn das sind eben die Leute, die für die Politik der Notenbanken dann auch die Rechnung bekommen. Das darf man auch vielleicht mal sagen. Die haben ja wahrscheinlich aus guten Gründen oder aus einer positiven Motivation heraus diese Politik gefahren. Aber man sollte eben damit aufhören, wenn die Krise ja eigentlich vorbei ist, dann einfach mit dieser Politik weiterzumachen. Das ist hochgefährlich und das wird uns möglicherweise dann auch noch lange beschäftigen. Die globalen Nahrungspreise übrigens jetzt 33% im August gestiegen oder sind im August 33% höher gewesen als im Vorjahresmonat. Damit ist Essen so teuer wie praktisch nie in den letzten 6 Jahrzehnten. Und wir wissen, dass global, also wenn die Nahrungsmittelpreise hoch sind, dann kommt es oft zu politischen Unruhen. Der arabische Frühling etwa war nicht unwesentlich dadurch motiviert, dass die Lebenshaltungskosten speziell im Bereich Nahrung für die Menschen deutlich gestiegen sind. Wir haben heute New York Empire State Index gesehen, Konjunkturdatum aus den USA, aus der Region New York, mit einer deutlich besseren Zahl. Hat also positiv überrascht. Und wir sehen aber auch, dass die New York Fed, die Daten erhebt, eben auch sagt, die Lieferzeiten und die Preise sind auf Rekordhochs. Lieferzeiten auf absolutem Allzeithoch.
Die Prices paid auf absolutem Allzeithochs, dritte, vierte Mal in Folge jetzt hintereinander. Und das merken natürlich auch die Investmentprofis, jetzt diese Umfrage von der Bank of America, wo die Leute sagen, ja, ich bleibe schon in Aktien drin, aber die Erwartung für die globalen Profite ist deutlich gesunken, viel deutlicher gesunken als eben das Investment in Aktien eben derselben Profis. Ja, da könnte es noch spannend werden. Und spannend ist es schon, dass die Leute langsam aber sicher immer mehr begreifen, das läuft auf eine Stagflation heraus. Hier mal der neue Trend, wie Bloomberg berichtet, Suchbegriff Stagflation schießt so stark nach oben, ist jetzt auf dem höchsten Stand, seitdem die Daten erhoben werden, also seit dem September 2011. Aber Gott sei Dank haben wir ja unsere Notenbanken. Und da sitzen die Genies, da sitzt eine Isabel Schnabel, die nach meiner Auffassung den Nobelpreis unbedingt verdient hätte. Heute hatte sie wieder eine Rede gehalten, die fast noch genialer war als das, was sie zuletzt gesagt hat. Da hat sie nämlich gesagt, dass sie die Möglichkeit, dass die Märkte die Risiken für den globalen Wirtschaftsausblick überschätzen, ist gegeben. Okay, also die Isabel, die weiß ja eigentlich besser als alle anderen, was der Fall ist. Die hat eine Art Glaskugel, die kann in die Zukunft schauen und die Märkte sind ein bisschen dumm, speziell die Anleihenmärkte, über die sie gesprochen hat, nicht? Also im Vergleich zu Isabel auf jeden Fall. Und dann sagt sie, ja, also das könnte ja die Erklärung sein, dass die Märkte eben dieses Potenzial der Risiken überschätzen, weswegen die Anleiherenditen so niedrig sind. Da hat dann ein etwas sarkastischer Kommentator gesagt, ja, eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, dass die EZB im Volumen von 80 Milliarden Euro Anleihen kauft und damit eben die Anleiherenditen drückt. Also man sieht, man ist da schon in einer sehr eigenen Welt in den Notenbanken und Gabor Steingart hat heute einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben, wie ich finde, um Menschen die Angst vor steigenden Preisen zu nehmen, bastelt sich die EZB eine eigene Realität. Hier sehen wir Lagarde auf der linken und Schnabel auf der rechten Seite. Also dieser Versuch, die Inflation runterzureden und zu sagen, das ist transitory, ist vorübergehend, der wird fast schon lächerlich, zumal Gabor Steingart auch hier Demografie mal als Inflationstreiber gezeigt hat, nämlich wir werden bald, nämlich im Jahr 2035 etwa knapp 12% weniger arbeitsfähige Menschen haben in Deutschland als aktuell. Es werden also immer weniger Menschen, die sozusagen die Arbeit dann verrichten, wenn wir jetzt nicht durch Robotisierung, Digitalisierung ohnehin viele Stellen einsparen könnten, dann wird das ein richtiges Problem. Aber diejenigen, die dann noch arbeiten können, eben auch höhere Löhne fordern. Das ist ein Faktor, der eben übergeordnet sehr wichtig ist und der natürlich bei der Isabel jetzt einmal leicht untergewichtet ist. Insgesamt sehen wir, dass die globalen Schulden jetzt knapp auf 300 Billionen gestiegen sind, damit 36 Billionen mehr als seit Beginn der Corona-Krise. Also haben wir praktisch jetzt mal die globalen Schulden um gute 10% nach oben geschraubt in relativ kurzer Zeit. Aber hier dieser Chart ist bullish, so viel kann ich sagen. Gehen Sie da long. Na, ich halte mich ja sonst zurück mit Empfehlungen, aber da ist strong long angesagt, weil das wird weitergehen. Das stört dann aber, um jetzt auf die Aktienmärkte zu kommen, natürlich Wall Street Banken wie JP Morgan überhaupt nicht. Die sagen also, ja, also diese Geschichte mit Corona, ja, das wird sich schon wieder irgendwie einrenken, gell? Also da sind wir optimistisch, sagt man. Und deswegen hat man jetzt den Ausblick, die Erwartung, die Prognose für den S&P 500 auf 4.700 zum Jahresende angehoben. Jetzt sind wir so derzeit bei 4.450 Punkten, also deutliche Steigerung. Und für 2022 geht man davon aus, dass die 5000er Marke dann überstiegen wird und wir heben unser Earnings per Share Estimates, also die erwartete Gewinnerwartungen von 230 auf 240 Dollar an. Jetzt ist die Frage, ob das realistisch ist. Wir haben vorhin gesehen, die Margen werden immer problematischer, weil die Kosten für die Firmen steigen. Das müsste also sehr schnell zurückgehen, sonst ist es mit diesen Earnings Estimates in Sachen 240 Dollar ein bisschen bescheiden. Wir werden schon wahrscheinlich im dritten Quartal gesehen haben, wenn dann die Zahlen vorliegen, dass die Margen sich deutlich verschlechtert haben. Also JP Morgan ist da doch sehr, sehr optimistisch. Und wir sehen,
Auch das finde ich sehr spannend. Es war ja in jeder Korrektur immer das Motto Buy the Dip und es waren vor allem die Privatinvestoren, die das gemacht haben. Hier sehen wir mal die Käufe von US-Equity-ETFs, also von Aktien-ETFs in den USA durch Privatinvestoren. Und die haben immer bei jedem Rücksetzer, bums, richtig nach oben geknallt. Jetzt so ein bisschen, aber nicht so richtig viel. Das kann auch daran liegen, dass jetzt praktisch das Helikoptergeld aus Washington nicht mehr so da ist und die Unemployment Benefits nicht mehr bezahlt werden. Das ist natürlich schade, gell? Man hat ja gerne von staatlichem Geld, das man geschenkt bekommen hat, dann Aktien gekauft. Das war auch einer der Gründe der Hosse. Aber das ist jetzt offenkundig schwächer ausgeprägt. Noch zu USA, wie ich finde, eine heftige Meldung. Jeder 500. Amerikaner ist an Corona gestorben. Das ist mehr jetzt inzwischen als in der spanischen Grippe damals. Nach dem Ersten Weltkrieg, damals die Bevölkerung kleiner, aber das ist also rein von der nominellen Zahl, ich glaube damals sind mehr als jeder 500. gestorben, aber es ist schon eine immense Dimension. Kommen wir jetzt noch nach China, die erleben möglicherweise ihren Lehman-Moment, nämlich genau am Jahrestag von der Pleite von Lehman Brothers, der 13. Jahrestag, ist es offenkundig so, dass wenn jetzt die Regierung nicht eingreift, dass Immobilienentwicklungsunternehmen Evergrande praktisch pleite ist. Wir sehen schon massive Demonstrationen in China von Leuten, die eben zum Beispiel eine Immobilie gekauft haben, eine Wohnung gekauft haben, die im Bau ist, die möglicherweise nicht fertig wird und das nicht mehr fertig wird, weil Evergrande pleite ist. Die würden dann ihr Geld verlieren und das sorgt für echte Verzweiflung. Und zu China noch interessant, jetzt hat der australische Premierminister gesagt, dass man eine Partnerschaft eingeht mit den USA und Großbritannien, um China in der Technologieentwicklung zu kontern, praktisch zu verhindern, dass China technologisch weiter aufholt, vorbeizieht, wie auch immer. Und all das, meine Damen und Herren, zu dieser Energiewende, zur Energiekrise, das können Sie bei Finanzmarktwelt heute lesen. Ich werde die beiden Artikel, nämlich den ersten Energiewende, wie wir auf eine Energiekrise zusteuern, von Wolfgang Müller, unter dem Video verlinken und auch den Artikel Aluminium, Kohle, Erdgas, Strompreise erleben kräftigen Anstieg. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Also diese beiden Artikel klären Sie auf, nehmen Sie kurz die Zeit, ist nicht lang. Und dann wissen Sie Bescheid. Ich würde mich nicht wundern, wenn dann so ab nächster Woche irgendwann in deutschen Medien das auftaucht. Ja, wir haben ja irgendwie klar ein kleines Problem. Da sind die deutschen Medien ja immer ganz progressiv, indem sie praktisch die Meldungen vorbringen, die dann eigentlich schon 2 Wochen veraltet sind. Also in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.